In diesem Video gebe ich dir einen kurzen Einblick in das Krankheitsbild des Schilddrüsenkarzinoms. Ein Schilddrüsenkarzinom beschreibt eine bösartige Neubildung der Schilddrüse. Es zählt zu den häufigsten Krebsarten der endokrinen Drüsen. Die Ursachen sind multifaktoriell, eine genetische Prädisposition wird angenommen. Es gibt zudem Hinweise darauf, dass in Gebieten mit radioaktiver Belastung höhere Fallzahlen auftreten. Es kommt zu harten Struma-Knoten, geschwollenen Lymphknoten im Halsbereich, gegebenenfalls eine Heiserkeit durch Beeinträchtigung des Nervus recurrens und auch einem Horner-Syndrom. Dieses besteht aus einer Ptosis, Miosis und einem Enophthalmos. Darüber hinaus können auch Schluckstörungen, also Dysphagien, Halsschmerzen sowie auch eine obere Einflussstauung auftreten. Die Therapie besteht in einer Entfernung des Struma, der sogenannten Strumektomie. Auch eine Bestrahlung oder eine Radiojodtherapie kann angewendet werden.